Merhaba und auf Deutsch gesagt Hallo. Heute lernen wir gemeinsam die Familienmitglieder auf Türkisch. Fangen wir an. Jetzt fangen wir mal langsam mit den wichtigsten Wörtern auf Türkisch an. Aile. Aile. Aile bedeutet Familie. Anne, Anne, Anne bedeutet Mama oder Mutter. Baba, ich denke, dass du das schon verstehen kannst. Baba, klingt ja auch so wie Papa. Baba bedeutet Papa oder Vater. Kardeş. Kardeş bedeutet Geschwister. Kardeş. So. Abla oder Kız kardeş. Ja. In der deutschen Sprache sagen wir nur Schwester, aber in der türkischen Sprache ist es so, wenn euer Schwester älter ist als wir, dann sagen wir Abla, ja? Aber wenn wir es allgemein meinen möchten, dann sagt man Kız kardeş, ja? Kız kardeş. Abi, abi oder erkek kardeş. Ja? Das bedeutet auch wieder Bruder, aber wenn euer Bruder älter ist, dann sagt man abi, ja? Genauso wie bei abla und kız kardeş, dann sagen wir abi, aber wenn wir generell Bruder sagen möchten, dann heißt es erkek kardeş. Ja, erkek kardeş. So, jetzt haben wir noch was. Dayı. Dayı. Es bedeutet Onkel, aber es ist der Bruder von unserer Mutter. Ja? In der türkischen Sprache wird das nicht generell gemeint, wie in der deutschen Sprache, weil wenn wir zum Beispiel sagen Onkel, dann kann das ja auch sein, dass das der Bruder von unserem Vater ist oder der Bruder von der Mutter ist, aber in der türkischen Sprache ist das nicht so. Dayı ist nur also bedeutet der Onkel, aber ist der Bruder von unserer Mutter. Jetzt haben wir wieder Onkel. Amca. Amca. Ja, Amca. Das bedeutet wieder Onkel, aber dieses Mal der Bruder von unserem Vater. Ja, Amca. Ist auch genau dasselbe wie bei Tante. Teyze. Ja, Teyze. Teyze bedeutet Tante, aber die Schwester von unserer Mutter. Ja? Teyze. Jetzt haben wir hier noch Hala. Hala. Hala bedeutet auch Tante, aber die Schwester von unserer Vater. Ja? Hala. So, jetzt haben wir hier noch zwei Wörter. Anneanne, Babaanne. Die bedeuten Oma oder Großmutter, ja. Aber in der türkischen Sprache ist das wiederum anders. Also es bedeutet natürlich Großmutter oder Oma. Aber Anneanne ist die Mutter von unserer Mutter, ja. Und Babaanne ist die Mutter von unserem Vater.
Das kann man ja auch schon verstehen, weil wir haben ja auch schon Anne und Baba gelernt, ja? Anne, Anne. Wenn wir das Wort zu Wort übersetzen, ist es Mama, Mama, also oder Mutter, Mutter oder Mutters Mutter, ja? Baba, Anne, ja? Vaters Mutter, ja? Baba, Anne, okay? So, jetzt haben wir noch ein Wort. Dede. Dede. Ja? Das ist der generelle Name für Opa oder Großvater, ja? Dede. Dafür haben wir kein weiteres Wort. Wir haben nur Dede. So, das waren die Familienmitglieder. Ich bedanke mich bei dir, dass du mir zugehört hast. Und bis nächstes Mal. Tschüss!